kenne mich schon aus. So, sollen wir zu dir kommen? Na, es geht so. Okay, geht so. Wir haben hier einen klassischen Chicken Wing. Ja, genau. Du kannst deswegen nicht durchschwingen, weil der linke Arm angewinkelt ist. Du musst es gar nicht beheben. Ich weiß es, aber ich kriege es nicht weg. Wenn der Fehler nach dem Treffmoment kommt. Ja. Also du bist im Treffmoment eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und das ist eher eine ästhetische Sache, so für die Optik halt, dass du eben nicht richtig voll durchschwingst. Würdest du den Fehler, ich zeige dir, wie du, die Übung wäre für alle eigentlich relevant. Die Übung kann man eigentlich so beheben, wenn du einhändig schwingst. Bis daher. Natürlich, der Arm ist immer noch gestreckt und du schaust auf die Schlagfläche, dass die Schlagfläche dann leicht geschlossen ist. Jemand, der so einen Chicken Wing hat, das ist wahrscheinlich ein Fehler, dass du als Anfänger am Anfang gemacht hast, weil die meisten Anfänger neigen dazu oder wurscht, egal woher. Aber es ist sehr, sehr, sehr häufig. Aber das kannst du eigentlich so beheben. Also der Arm bleibt am Körper, Rotation und dann kommt ein Winkel, dann kommt eine Beugung, aber das ist kein Chicken Wing. Ja? Der Chicken Wing ist das. So einhändig, um das Gefühl zu erhöhen. Gut, wir reden vom Armdrehung, nicht vom Körperdrehung. Körperdrehung ist okay. Gut, du bist im Treffmoment ganz gut, das ist eher nach dem Treffen. Also ein Drill, das wäre ein Drill für dich. Einhändig, um das Gefühl zu kriegen. Einhändig. Um das Gefühl zu bekommen, ja. Du brauchst keinen Barschlag im Betreiber, natürlich würde ich das nie einen einhändigen Schlag mit Bar machen. Aber nimm deine Stellung wieder ein. Gib direkt die Hand weg. Und mach nur so einen kleinen Halbschwung. Und zieh mal langsam durch, ganz, ganz klein. Langsam und stopp. Links kann ich gar nicht. Dreh den Körper jetzt. Bis hier. Das nennen wir 4 Uhr. Das ist die sogenannte 3 Uhr. Das ist die sogenannte 4 Uhr Position. So wichtig wäre, das wäre die Übung für dich, dass du um 4 Uhr stehen bleibst. Nur zwischendurch als Übung auf der Driving Range am Platz hin und wieder stehen bleiben und schau, wo du bist. Wenn die Rotation im Arm da ist, dann kann das Gelenk und Arm so abwinkeln und durchschwingen. Das schaut ganz anders aus. Das ist sofort erkennbar, das ist easy. Okay. Also und wenn du das weiter dann verwenden möchtest, dann musst du natürlich zu deinem Pro hingehen. Aber sag ihm das, was ich gesagt habe. Das ist etwas. Ich kenne die Übung mit Einkämmen vom Schlägerhaube. Genau. Aber das ist eigentlich, es geht darum, die Ursache, warum der Knick gekommen ist. Also wenn du keine Rotation im Arm hast, dann kommt der Knick. Die Pros machen es beim Pitchen. Aus dem Bunker. Mit Absicht, das ist ganz was anderes. Die machen keine Rotation mit den Armen. Du kriegst es weg.